Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über Rüstungsexporte zu sprechen, ist schwer. Erst recht, wenn es um Rüstungsexporte im Zusammenhang mit dem Jemen geht. Und es fällt mir auch schwer, gebe ich hier gerne zu. Das ist nicht so einfach. Das liegt daran, dass die Lage im Jemen so katastrophal ist, so verwirrend und so unübersichtlich, dass eine Beurteilung eben auch schwierig ist. Und wenn wir auf das Elend blicken, Kollegin Nuripur hat es ja eben auch schon geschildert, die vielen Toten, die Hungernden, und die sind ja nicht bedroht von einer Hungerkatastrophe, sie sind bereits in einer Katastrophe. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von dem Kollegen Neu? Selbstverständlich. Wo ist er denn? Da. Ach, die Sonne blendet. Das hält ja nicht. So. Kollegin Frau Matschmann, ich hatte vor kurzem eine Frage an die Bundesregierung gestellt, welche Länder denn damit gemeint sind, die im Koalitionsvertrag unter direkte Länder, die im Jemenkrieg beteiligt sind. So, ich habe die Antwort erhalten, die Bundesregierung oder Geschäftsführende Bundesregierung spekulieren nicht über die Absprachen und über einen Koalitionsvertragsentwurf der Parteien. Nun sind Sie ja eine Partei, Sie vertreten ja die CDU auch, sind Sie eine Partei in den Koalitionsgesprächen gewesen. Können Sie uns denn sagen, welche Länder damit gemeint sind, die direkt mit dem Jemenkonflikt, involviert sind und somit nicht mehr mit Rüstungsexporten beglückt werden können? Sie müssten dazu in der Lage sein. Ich glaube, das ist von großem Interesse für das gesamte Haus. Vielen Dank. Also, ich war beteiligt an den Koalitionsverhandlungen, aber in einer Arbeitsgruppe unter der Überschrift Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft und Medien. Da ging es jetzt mal nicht um diese Frage. Und ich schlage Ihnen vor, dass Sie diejenigen befragen, die in dieser Arbeitsgruppe mitgearbeitet werden. Und im Übrigen verweise ich auf den Bundessicherheitsrat, der sehr wohl in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen unter Berücksichtigung aller Probleme, die in der Region sind. Und irgendwo gehört auch Vertrauen zu unserer Gesellschaft. Doch, da bin ich anderer Meinung als Sie. Wir haben dafür gewählte Gremien, und die tragen die Verantwortung. Und wenn im Koalitionsvertrag deutlich steht, es werden ab sofort keine Waffen mehr geliefert, dann habe ich Vertrauen, dass das so auch umgesetzt wird. Punkt. Die Zahlen, die wir aus dem Jemen bekommen, sind grausam, dramatisch. Und nun ist die Frage, was ist zu tun? Deutschland hat 2017 immerhin einen Beitrag von 165 Millionen Euro für humanitäre Hilfe eingesetzt. Damit sind wir der drittgrößte Geber weltweit. Natürlich muss es das Ziel sein, Frieden zu schaffen ohne Waffen und ohne militärische Intervention. Fakt ist aber, nicht alle Krisenherde lassen sich diplomatisch lösen, leider. Terroristen verhandeln nicht, sie köpfen, sie morden. Und deshalb sind leider Waffen immer noch nötig. Deshalb kann auf den Einsatz militärischer Mittel nicht verzichtet werden. Grüne und Linke fordern in ihren Anträgen den sofortigen Stopp von allen Rüstungsexporten in Länder, die am Krieg beteiligt sind, und werden darin doch bestätigt in der Koalitionsvereinbarung. Da heißt es, ich will es auch noch mal vorlesen und zum Mitschreiben und vielleicht, damit Sie sich ganz fest einprägen, wir werden ab sofort keine Ausführungen an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Das ist eine ganz klare Aussage. Außer, ja, kommen wir gleich drauf.
Außerdem heißt es, wir wollen diese restriktive Exportpolitik im Blick auf den Jemen auch mit unseren Partnern im Bereich der europäischen Gemeinschaftsprojekte verabreden. Finde ich übrigens auch wichtig, auch vor dem Hintergrund dessen, was Graf Lambsdorff heute zu Europa gesagt hat, dass wir alleine sind doch machtlos, hilflos im Blick auf die komplizierte Lage in der Region. Aber Europa muss hier zusammenhalten. Deutschland hat, auch das will ich hier noch einmal ausdrücklich betonen, die strengsten Regelwerke im Blick auf Rüstungsexporte weltweit. Außen- und Sicherheits- und menschenrechtspolitische Aspekte werden natürlich sorgfältig abgewogen. Das können Sie doch im Ernst nicht bestreiten. Bleibt die Frage, wie wir mit bereits genehmigten, das war ja nun Ihre Frage, Rüstungsexporten zum Beispiel nach Saudi-Arabien umgehen, deren Stopp beide Anträge fordern. Sie meinen damit Patrouillenboote, Militär, LKWs und ungepanzerte Transportfahrzeuge. Das aber sind keine Kriegswaffen, mit denen im Jemen-Krieg Krieg geführt wird. Sie dienen der Grenzsicherung, zur Terrorabwehr und zur Sicherung von Bohrinseln im Golf. Also Sie müssen schon unterscheiden zwischen Kampfwaffen und Verteidigungswaffen. Das ist ein großer Unterschied. Und natürlich weiß jeder hier im Raum, Saudi-Arabien ist ohne Frage ein schwieriger Partner des Westens. Wir wissen um die Menschenrechtsverletzungen in dem Land. Die will ich gar nicht schönreden oder unter den Tisch fallen lassen. Wir wissen aber auch, dass Saudi-Arabien ein Gegengewicht zum Iran ist und damit die Region einigermaßen stabil hält. Die Saudis führen eine Koalition aus 9 Ländern an, die die jemenitische Regierung im Kampf gegen die Houthi-Rebellen unterstützt. Die Houthi-Rebellen wiederum werden vom Iran unterstützt. Des Weiteren ist Saudi-Arabien ein Verbündeter, auch das ist unbestreitbar, im Kampf gegen den Terror. Auch hier wird deutlich, dass Terrorbekämpfung niemand alleine machen kann, wir schon gar nicht, dass wir Europa brauchen, dass es eine europäische Strategie geben muss, um die komplizierten Verwicklungen, meine Zeit ist zu Ende, auf der arabischen Halbinsel zu einer politischen Lösung zu führen, damit das Elend endlich ein Ende hat, damit das Sterben der Kinder und Erwachsenen natürlich genauso ein Ende hat. Dafür müssen wir arbeiten, dafür muss Europa arbeiten. Und man kann nur hoffen, dass es Erfolg haben wird. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Nils Schmidt spricht für die SPD-Fraktion.